Es gibt Horrorspiele, in denen man sein Gehirn für ein paar Stunden zum Nasebohren schicken kann, da man sich teilweise nicht viel Mühe gemacht hat, um eine tiefgründige Story aufs Papier zu bringen. Man schlüpft in die Rolle eines x-beliebigen Charakters, packt seine Waffe und metzelt, ohne weitere Fragen zu stellen, alles nieder, was sich einem in den Weg stellt, wobei man natürlich nicht auf literweise Blut und jede Menge Gore-Effekte verzichten darf. Dann gibt es auf der anderen Seite Horrorspiele, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die größte Story aller Zeiten haben, aber zumindest so gestrickt wurden, dass man sich am Ende fragt, was zum Fick man eigentlich die letzte Stunde so gespielt hat und am Ende mehr Fragen offen lassen als beantworten, was dann wiederum ein gefundenes Fressen für alle Videospiel-Verschwörungstheoretiker ist, die dann bis zum letzten Pixel den betreffenden Titel auseinandernehmen und dort vielleicht versteckte Botschaften suchen, wo vielleicht gar nichts zu finden ist, da sich die Entwickler selbst die Birne bis unterkante Oberlippe zugedröhnt haben und man von daher keinen elaborierten Weltverschwörungsscheiß erwarten sollte. Und schließlich gibt es dann Müllhelden wie Itch.io, wo man sich am Ende wirklich vor nichts mehr sicher sein kann. Denn den wohl größten Schund an Horrorspielen findet man heutzutage wohl auf Itch.io. Denn die wohl besten Perlen an Horrorspielen findet man heutzutage wohl auf Itch.io und dazu gehört auch das im Jahr 2021 dann auch ganz offiziell für PC und Videospielsysteme veröffentlichte Horror-Rollenspiel namens Mothered. Eigentlich sollte man dieses Spiel nicht zu Tode analysieren. Erstens würde man viel zu viel über die Geschichte verraten und zum zweiten lebt Mothered davon, dass man selbst herausfinden soll, wie der Hase läuft, auch wenn das bedeutet, dass man den Schmonzes 3 oder 5 Mal hintereinander zockt, auch wenn man nicht immer viele Fortschritte macht. Zum Glück dauert ein Durchgang nicht mal eine Stunde. Falls ihr jetzt zu den Leuten gehören solltet, die sich beim Anblick von gruseligen Monstern und 12 Tonnen Pixelblut und brechenden Knochen sich gleich nach den ersten 10 Sekunden einscheißen, kann ich euch beruhigen. Mothered ist ein absolut flauschiger Laufsimulator, ganz ohne Fallstricke, an denen man scheitern oder sterben kann. Aber I shit you not. Dieses Spiel hat durchaus das Potenzial, einem eine dicke Gänsehaut zu verpassen. Wir schlüpfen in die Rolle der kleinen Liana, die gerade von ihrem ziemlich depersonalisierten Papi nach Hause chauffiert wird. Anscheinend wurde sie gerade nach einer sehr schweren Operation aus dem Krankenhaus entlassen und während wir dem Sonnenuntergang entgegenkrusen, erfahren wir, dass wir die Woche ganz ohne unseren Vater verbringen müssen. Aber halb so wild, denn schließlich wartet auf uns schon sehnsüchtig unsere Mutti, die leider die letzte Zeit nicht so wirklich frisch im Oberstübchen war und wir es vielleicht etwas zart angehen sollten, aber trotzdem können wir uns darauf verlassen, dass wir bestens aufgehoben sind. Für mehr moralischen Beistand gibt es ja noch einen Bruder, den wir im ganzen Spiel über allerdings nicht zu Gesicht bekommen und außerdem verspricht uns unser Papi, dass er ganz sicher anrufen wird. Als wir also ankommen und schnell noch einen Botendienst für unseren Erzeuger erledigen, schmeißen wir uns ins Bett. Was bleibt uns auch anderes übrig? Der Bruder ist in seinem Zimmer und die gute Mutti hat sich ebenfalls schon verabschiedet, da ihr es mal wieder mal nicht so fluffig zumute ist. Wenigstens hat sie uns einen Brief hinterlassen. Nach einem sehr erholsamen Schlaf scheint die Welt auch noch total in Ordnung zu sein. Aber ganz schnell fällt es uns wie Schuppen aus den Haaren, dass hier irgendwas ganz schlimm im Argen liegt und das jetzt nicht, weil die Grafik einem beinahe Augenkrebs verpasst, wobei ich mich jetzt hier für meine Switch-Version entschuldigen muss, da die von allen verfügbaren Versionen wohl die grafisch schlechteste ist. Ich schwöre euch beim Bart meiner Oma, dass mir beim ersten Anblick unserer allerliebsten Mutti ein unglaublich großer Schauer den Rücken runterlief. Diese beinahe stocksteife Schaufensterpuppe, die unsere Mutter darstellen soll, wirkt so dermaßen deplatziert und aufgrund ihrer roboterhaften Bewegung in irgendeiner Weise nicht von dieser Welt, sodass sie wirklich gruseliger ist als so manch x-beliebiger Zombie aus einem x-beliebigen anderen Spiel. Zudem scheint sie noch so unheimlich groß zu sein, was die kleine Liana wiederum so komplett unbedeutend klein und zerbrechlich erscheinen lässt. Und man wird sich auch das ganze Spiel über nicht an diese groteske Imitation einer Person gewöhnen werden. Es bleibt uns also nicht anderes übrig, um eine gewisse Routine zu entwickeln. Jeden Morgen werden wir unsere leckeren Nährstoffe in uns reinschaufeln und dann irgendwelche Dinge im Haus erledigen, wobei wir es zu Beginn ganz langsam angehen werden, bis es dann zu einem unausweichlich und ziemlich schockierenden Ende kommt. Oder auch nicht. Die Story von Mothered spielt sich innerhalb einer Woche ab, wobei jeder Tag in seine unterschiedlichen Tageszeiten eingeteilt wird, in die man erst überwechselt, wann man bestimmte Triggerpunkte erreicht. Der Auslöser kann dabei schon das vollständige Verspeisen des absolut köstlichen Frühstücks sein, oder der Besuch eines bestimmten Orts im und rund um das Elternhaus. Am Anfang erscheint alles auch noch irgendwie absolut keinen Sinn zu ergeben, allerdings wird es im Verlauf auch nicht besser, wobei ab Mittwoch der Spaß erst so richtig losgeht.
Grundsätzlich kann man das Spiel beenden, wenn man strikt den Anweisungen der Mutter folgt. Allerdings entfaltet sich Madat erst dann so richtig, wenn man in den sauren Apfel beißt und auf eigene Faust das Anwesen erkundet. Es ist mechanisch auch ein ziemlich einfaches Spiel mit nur sehr, sehr begrenzten Interaktionsmöglichkeiten, sodass ein Scheitern so gut wie ausgeschlossen ist, wobei der Höhepunkt an Interaktion das allseits beliebte Pflücken von Äpfeln im Obstgarten ist. Es kann mitunter eine halbe Ewigkeit dauern, bis man alle 8 Äpfel in dem chaotisch gewachsenen Dickicht von Ästen und merkwürdigen Bäumen gefunden hat. Nach 12 Durchläufen könnte man vielleicht annehmen, dass man sich endlich mal die Positionierung der Äpfel merkt, aber entweder bin ich komplett dumm geworden, oder ich bin absolut unfähig. Aber jedes Mal verwirre ich mich in dem verfickten Obstgarten und es dauert oft viel zu lange, bis ich den Korb mit den von Würmern zerfressenen Kackobst gefüllt habe. Hauptsächlich wird man seine Interaktion auf das Öffnen von Türen, Aktivieren von Lichtschaltern, Klopfen an der Tür des Bruders und Vertilgen des Frühstücks beschränken und am Ende des Tages dürfen wir in unser flauschiges Bett steigen. Alles andere wird uns strikt von unserer Mutter verboten. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad auch ganz gut. Allerdings werden wir dann in einem niemals enden wollenden Kreis gefangen bleiben. Ein jedes Ende wird zu einem Neustart der Geschichte führen, aus der es anscheinend keinen Ausweg gibt. Das kann nicht sein. Solange man den Abspann nicht gesehen hat, hat man Madat auch nicht wirklich beendet. Aber wie zur Hölle erreicht man denn nun das gute Ende? Und genau hier beginnt der Spaß im Spiel, wobei man sich aber auch fragen darf, ob es wirklich ein gutes Ende gibt. Ich will euch ja nicht spoilern, aber vermutlich habt ihr Kackbratzen das wohl schon selbst ausklabustert. Zumindest gehe ich davon aus. Wie gesagt, könnt ihr blind eurer Mutter gehorchen, oder ihr reißt euch endlich mal zusammen und erforscht das Mysterium auf eigene Faust. Warum darf man nicht ins Bad im Erdgeschoss? Was zur Hölle ist mit dem Farmhaus los? Warum versteckt sich unser Bruder hinter kryptischen Aussagen? Warum hinterlasst ihr nicht endlich mal ein Abo und schaut euch bis zum bitteren Ende auch all meine beschissenen Videos an? Fragen über Fragen, die auch das alternative Ende nicht wirklich zur kompletten Zufriedenheit beantworten kann. Ehrlich gesagt wird alles nur noch schlimmer. Jedenfalls lohnt es sich mal hier und da den Anweisungen der Mutter nicht zu folgen. Es gibt zwar ein paar Schlüsselmomente, die nicht austauschbar sind, aber Mut macht den Meister. Die Mechanik des Spiels macht es nicht gleich ersichtlich, mit welchen Objekten man interagieren kann. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber eigentlich gibt es im Haus einen auf den ersten Blick komplett unscheinbaren Gegenstand, der ab der Wochenhälfte eine entscheidende Wendung einleiten wird, die im Fortgang das Spiel komplett aus den Fugen geraten lässt. Wie gesagt, lässt einem das Spiel die Freiheit, fast das komplette Haus frei zu erkunden, solange man nicht einen bestimmten Trigger auslöst. Und man sollte auch seinem Bruder stets gut zuhören und hinter den Zeilen lesen. Madat lebt von seiner bestimmten Unbestimmtheit. Und von seiner Struktur her ist es wirklich schwer, genauer darauf einzugehen, um euch den Spaß nicht mit Spoilern zu verderben, wenn ihr von dem Spiel noch keinen Furz gehört und gesehen habt. Man muss es einfach selbst ausprobieren und auch wenn man für einige Stunden hinweg nicht aus der immer gleichen Schleife entfliehen kann, wird es irgendwann mal Klick machen. Ihr könnt nicht sterben, wobei ein endlos und scheinbar fast immer gleicher Kreislauf voller Agonie und stumpfsinnigen Aufgaben auch nicht gerade besser ist. Das größte Schockelement in Madat ist wie erwähnt nicht etwa massenweise Blut, grässliche Monster oder sonstige Gore-Effekte, sondern die Grafik des Spiels, wobei das unerwartete Auftauchen eurer verkackten, muttergenannten und komplett seelenlosen Schaufensterpuppe jedes Mal einem die Nasenhaare aufstellen lässt. Ich weiß auch nicht warum, aber allein die Grafik der guten alten PS1 lassen alles um ein Vielfaches gruseliger erscheinen, weshalb sich viele Indie-Entwickler genau auf dieses Stilmittel stürzen. Solltet ihr euch für mehr von diesem Kram interessieren, ist jedenfalls der Drogenumschlagplatz auf itch.io genau der richtige Ort für euch. Gebt aber fein Acht. In Madat wird der allein schon leicht gruselige Fake PS1 Low Poly und Low Res Grundstil durch den allseits beliebten körnigen VHS-Stil aufgepeppt, den wir nun schon in unzähligen analogen Horrorschinken wie etwa auch auf YouTube gesehen haben. Es trägt viel dazu bei, dass sich hier alles nochmals deutlich gruseliger anfühlt und verstärkt zudem das Gefühl der irrealen Realität. Die Verwendung von Licht bzw. Dunkelheit leistet großartige Arbeit, indem es Dinge genau dann enthüllt, wenn man sie sehen soll. Und jedes Mal, wenn wir einen Fortschritt machen, um aus der immer gleichen Dauerschleife zu entfliehen, bricht das Spiel in sich zusammen, wie eine durchschnittliche Windows-Installation. Fehlermeldungen überlagern den Bildschirm und man weiß nicht so recht, ob man nun einen angeblichen Levelaufstieg erreicht hat oder tief im Inneren doch irgendwas kaputt ging. Begleitet wird die Grafik von einer unglaublich unheimlichen, aber auch im richtigen Moment leicht disharmonischen Musik.
Besonders der Moment kurz nach dem Aufstehen ist wohl einer der schrägsten im ganzen Spiel. Aber auch der Übergang zwischen Morgen, Nachmittag, Abend und Nacht hat seinen ganz eigenen Soundeffekt, der so schön ins Ohr geht, wie das Rumkratzen mit den Fingernägeln an der Schultafel. Insgesamt sind die Geräusche begrenzt, werden aber genau richtig eingesetzt. Schrille Kreischgeräusche werden nicht verwendet, um einen billigen Jumpscare zu verursachen, sondern um von einem Moment zum nächsten überzugehen. Und auch wenn die Soundkulisse so unglaublich begrenzt ist, sorgt sie für eine unfassbar dichte Atmosphäre, die euch die ganze Zeit über euren Nerven aufreiben wird, auch wenn eigentlich überhaupt nichts passiert. Und trotzdem ist Mothered ein richtig gutes Horrorerlebnis, auch wenn es sich selbst als Horror-Rollenspiel bezeichnet, ohne wirklich ein Rollenspiel zu sein. Es ist eben die Atmosphäre und die Falschheit der Dinge, die sich durch die ganze Geschichte zieht, die das Spiel so faszinierend machen, auch wenn es oberflächlich nur ein Laufsimulator ist und einige Abschnitte einen mächtig auf den Sack gehen werden. Aber grundsätzlich ist es ein perfektes Spiel für alle, die sich gerne mit Zeitschleifen beschäftigen. Und es ist das perfekte Horrorspiel für alle, die Horrorspiele eigentlich nicht mögen. Es gibt keine unsinnigen Kämpfe und Tode, keine Versagenszustände, keine Fallen und nicht mal Blut. Das Einzige, was einem in die Quere kommen kann, ist die eben leicht depressive Zeitschleife. Aber mit ein wenig Rumprobieren, sollte man auch hier des Rätsels Lösung finden. Mothered ist nicht jedermanns Sache und es ist jetzt auch nicht eines der besten Horrorspiele aller Zeiten. Aber es ist definitiv eine kleine Perle mit einer absolut düsteren, grausig-gruseligen Handlung, die man sich als Genre-Fan nicht unbedingt entgehen lassen sollte. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.